Märtyrer. Die Datei wird freigegeben. Zar Nikolaus II. Aus Russland. Wir suchen also Edensplitter auf diesen Bildern. Jeanne d'Arc aus Frankreich. Alter, ist das laut. Okay, das hätten wir auch. Was? Was? Was passiert hier? Alter! Ohne den Staat war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Alter, die Flamme gerade eben und Jeanne d'Arc. Okay. Passcode gefunden. Das war ja mega einfach. Aber sehr verstörend. Sehr verstörend. Und wieder ein Teil der Wahrheit gefunden. Die mir wieder nichts bringt. Aber hey, wir kommen der Wahrheit immer näher. Man merkt es. So. Da ist ein Kunsthändler. Huch. Bin ja schon weg. Tschüss. Scheiß auf Kunsthändler. So, Freund. Du willst also Ärger? Tschüss. Ich wollte keinen Ärger. Wenn die mich angreifen, ganz ehrlich. Also dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Nur weil ich hier auf den Dächern rumlungere. Okay, gut, ich kann es verstehen. Da darf ich nicht hin, aber... Wir sind halt Assassine. Und die nicht. Wo ist denn dieser... Dieser Ausguck jetzt. Das ist es aber nicht, oder? Nee, wir müssen viel weiter hier lang. Da hinten ist ein Turm. Okay. Kommen wir aber hier irgendwie runter? Geht tatsächlich. Komme ich so weit? Ich komme doch niemals so weit. Von hier könnten wir dahin kommen. Weil hier ist so ein Vogelnest. Das geht, okay. Dann machen wir das auch so. Okay. Rennen wir über diese wunderschönen Lande. Gefällt mir voll gut hier. So schön weitläufig. Wir hätten ein Pferd uns besorgen sollen. Wahrscheinlich finden wir hier irgendwo auch ein Pferd. Da bin ich mir sehr sicher. Erst einmal kletter ich hier hoch, um ein bisschen die Lage verdeutlichen, wo wir uns hier befinden, was hier so um uns herum alles rumliegt. 500 Florin, Alter, was? Wo kommen die denn her? So plötzlich. So, wie komme ich hier hoch? Über diese Seite, alles klar. So, einmal hoch, lieber Ezio. Und dann zeig mir die Karte. Alter, der Adler. Lass mich in Ruhe synchronisieren, danke. Okay. Gut, da ist schon ein Pferd. Wunderschön. Wir haben einiges aufgedeckt, aber nichts gefunden hier. Also hier ist nichts. Einfach gar nichts. Okay, wir reiten zu dem nächsten Aussichtspunkt und dann schnappen wir uns die nächsten Aufträge. So, das Pferd gehört niemandem, oder? Wahrscheinlich nicht. So, tschüss. Alter, klauen einfach irgendwelche Pferde hier, weißt du? Wir dürfen. Uns gehört das Land. Wir sind Ezio Auditore. Wir dürfen. Da ist noch ein Pferd, falls wir noch ein Pferd benötigen. Und da hinten auch. Also, wir sind gut versorgt hier. Selbst wenn unser Pferd wegläuft, kein Problem. Wir haben noch jede Menge Pferde im Petto. So, ich hoffe, wir können hier ein bisschen was aufklären und auch ein bisschen was finden. Das war jetzt gerade etwas ernüchternd.
einen großen Teil der Karte freigemacht, aber nichts gefunden. Das wundert mich. Das wundert mich doch sehr. Ja, okay. Genau wie hier auch. Hier haben wir noch ein paar Aussichtspunkte. Wo geht's hier hin? Nach Florenz, natürlich. Wohin denn sonst? Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier. Erinnerungsanfang. So. Und dafür schnappen wir uns halt einmal dieses Pferd. Weil es einfach mal hier rumsteht. Hi, hi. Noch ein Pferd, Alter. Wir werden hier zugeschissen mit Pferden. Hier drüben, Erziehung. Ja, ja, ich weiß. Ich bin ja schon da, mein Freund. Ich bitte dich. So, was, wo guckst du eigentlich hin? Was ist denn mit der Mauer hier? Erzähl mal. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Na dann. Schnappen wir ihn uns. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ja, die letzten beiden Aufträge liefen nicht so optimal, finde ich. Der erste ist in den Tod gestürzt, ohne dass wir was machen mussten. Und den anderen haben wir gejagt wie so ein Karnickel. Nicht optimal. Ich hoffe, es läuft jetzt besser. Hinter verschlossenen Türen. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marios Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Wird akzeptiert. Wir geben unser Bestes. Sind wir etwa schon im Sperrgebiet? Ach hier, ihr kommt mit mir mit. Ja, dann los. Die Villa infiltrieren. Die Villa hier. Da oben. Was? Aber wohin? Kommt mir bekannt vor. Bleibt hier. Bleibt hier, aber geht auf sie los. Der hat besessen. Tschüss, tschüss. Wir erledigen alle selber. Wir erledigen alle selber, warum auch nicht. So, wir müssen aber hier auf die Mauer irgendwie klettern. Habe ich das richtig verstanden? Was zum Henker? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, auf wen ich hier gerade losgehe, aber es scheint der Richtige gewesen zu sein. Tschüss. Hinterrücks erdolcht. Und auch er. So, jetzt gehen wir alle auf den Dicken hier. Kriegt ihr das hin? Oder soll ich helfen? Alter, ihr seid zu sechs, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Dass er noch nicht liegt. Darf ich hier mal durch? Ich mach das schon. So, ihr lenkt mal hier ab, ne? So, und ich suche mir mal einen Weg. Ich frage mich jetzt nur, welchen Weg wir hier nehmen müssen. Ist das einfach hier hoch? Oh, Tatsache. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Seid bereit, Männer. Der Assassine ist da. Ja, ja, ich bin da. Und ich bringe alle um. Ich bin auch schon dabei. Vier Teile, ist das so? Ihr Templer, ihr oh mein singt Gott. Alle das gleiche Lied. Oh mein Gott, da sind zu so viele. Ein paar Söldner machen mir Angst. Ha. Oh, fuck. Das läuft nicht so optimal, muss ich sagen. Shit. Okay. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein Na komm. Mann. Was sagt ihr dazu? Jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Okay, da sind zu viele. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegt. Wie ist denn das Tor jetzt geöffnet worden? Wer hat das Tor geöffnet? Haben wir das? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist.
Aber anscheinend haben wir alles richtig gemacht. Alle werden hinterrücks erdolcht. Es ist der einfachste Mord. Die haben es nicht kommen sehen. Alter, das Pferd. Was machst du da? Ist er weg? Jawohl. Dann nehmen wir dich noch. Wir sind einfach der Meisterassassine. Moment mal, das war unser Ziel? Das war er? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Der sieht aus wie ein Penner. Ich hätte den niemals erkannt. Löst den Konflikt, um die Mission zu beenden. Was? Welchen Konflikt denn? Okay. Konflikt beendet, wie es aussieht. Hinter verschlossenen Türen beendet. Das lief auf jeden Fall besser. Ja, glaube ich. So ein bisschen. Auch nicht optimal, muss ich sagen. Okay, Moment. Wir reiten in den Süden. Und zwar hier. Den nehmen wir uns und dann machen wir diese Erinnerung. Das ist die letzte, glaube ich, hier auf dieser Map. So, liebes Pferdi, let's go. Einmal gegen den Baum. Ich weiß nicht so recht, ob das jetzt gut lief oder nicht so. Aber es lief besser als die anderen Auftragsmissionen. Ich habe zwar unser Ziel nicht erkannt, ja. Ich wusste nicht, dass er das ist. Ich dachte, das wäre ein Obdachloser, ehrlich gesagt, oder irgendein Penner. Aber es war tatsächlich unser Ziel. Und somit haben wir nichts falsch gemacht. Gott, ey. Wir sind wirklich ein Meisterassassine. Das merkt man direkt auf Anhieb. So. Okay. Oh, huch. Moment. Monte Oliveto Maggiore. Hier gibt es also was zu finden. Wo ist denn das, was wir suchen? Also zuallererst die Kiste hier. Dann steige ich hier den aufs Dach. So. Komm ich hier hoch? Ja, sieht gut aus. Wir synchronisieren erst einmal, bevor wir irgendwas hier... Da ist noch eine Feder. Da gehen wir auch direkt hin. Es gibt einfach so viel. So viel zu erledigen. Federn gesammelt. 7 von 100. Alter. 7. Vor allem die Federn sind, glaube ich, gar nicht in der Map eingezeichnet, oder? Die muss man wirklich suchen. Die muss man suchen und dann halt auch finden, ne? Das ist schon... Oh, das ist schon happig. Das ist schon sehr aufwendig. Aber gut, wer Bock auf sowas hat, Federn zu sammeln, was das am Ende bringt, weiß ich nicht. Wir bringen das ja in die Truhe von unserer guten Mama. Weiß ich nicht, was... Was zum Henker? Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Adlerauge aktivieren. Ja. Runterspringen will ich das überhaupt? Ja, komm, mach mal. So, auf dem Weg runter können wir wahrscheinlich schauen, ob wir die Glyphe finden. Von hier sehe ich jetzt nichts, ehrlich gesagt. Auch nicht. Die haben ja nichts gegen uns, ne? Wir sind noch unbekannt. Hier können wir also rein. Wo ist die Glyphe, Freunde? Wo ist sie? Es soll ja hier irgendwo eine Glyphe geben. Ich sollte mir vielleicht einen Überblick verschaffen von oben. Wenn das von hier geht. Ja, das geht einigermaßen. So. Sehe ich von hier mehr.
Nicht wirklich. So, ich spring mal auf die andere Seite. Muss da irgendwo sein. Liebe Glyphe, ich bitte dich. Die scheint ein bisschen besser versteckt zu sein, die Glyphe. Aber die ist nicht da oben, oder? Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aha. Aha. Du kleiner Strolch. Her damit. Drei Diebstähle. Vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden. Was die Organisation sie sieht. Okay. Was? Was? Hattrick. Ernsthaft? Spielen wir jetzt Fußball? Sie ließen es wie ein Unfall aussehen. Houdini und Bess, 1915. Oh, alles klar. Houdinis Grab. Er hätte sie fast besiegt. Was denn? Gandhis Begräbnisprozession. Dallas, Archiv. Zugriff verweigert, was? Die Wölfe sind auf der Jagd. Wo, oh wo, ist Jack nur hin? Was? 867. Was? Was? 867? 6 gleich 1. Steht da? Irgendwo, ja. Codrad ausrichten. Okay, wenn es 6-1 ist und ich das so stehen lasse, heißt das 8 ist 3 und 7 ist 2. Okay, das war nicht so schwer. Operation Neue Grenze. Das HQ hat grünes Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonne ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Z, benutzt du ES1, um für Ablenkung zu sorgen. Oh, Kennedy. Das Kennedy-Attentat, oder was? Lass eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreckt die Leute in der Verwirrung, schnappt sich der Fahrer ES3. Was? Dealey Plaza, Dallas, Texas. Oh ja, das ist das Kennedy-Attentat. Krass. Aber sind das echte Akten? Nee, oder? Echte Berichte? Glaube ich nicht. Passcode gefunden, let's go. Wäre krass, wenn das echte Berichte wären. Alle abspielen. Sag mir die Wahrheit. Sag mir die Wahrheit. Wow. Ich hoffe, die Wahrheit wird gezeigt mit Ton am Ende. Ja, irgendwas mit Ton. Das wäre wichtig. So. Okay, dann hauen wir uns den jetzt rein. Dafür müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Das wäre der einfachste Weg von allen. Kann ich direkt auf dem Pferd wieder landen? Ist das möglich? 7863 Florin in der Truhe der Villa. Wow. Okay, und der Wert hat ganz schön dafür gesorgt, dass die Truhe ziemlich gefüllt wird. Finde ich gut. Finde ich gut. Da sollten wir mal wieder hin. Würde ich feiern, wenn er auf seinem Pferd landen würde. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Oh ja, so nicht. So schon mal gar nicht. So, okay. Da unten ist unser Kollege. Dann reden wir doch mal mit ihm. Ah, da seid ihr ja. Hi. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Wunderbar. Folgt einfach dieser Straße. Welcher? Kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Mhm. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund.
Was denn? Was hat er uns gegeben? Die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren und Stefano da Bagnone eliminieren. Kein Problem. Kein Problem. Was hat er uns gegeben? Rauchbomben. Herein zurücken, um das Waffenrad aufzurufen. Er hat uns Rauchbomben gegeben. Das hier sind Rauchbomben. Schade, dass es nicht dran steht. Betäuben und blenden die Feinde. Okay, cool. Werden wir bei Gelegenheit mal nutzen. Aber zuallererst nutzen wir das Pferd. So, da habe ich hier mal durch. Okay, das ist vielleicht nicht so schlau, mit dem Pferd hier durchzurennen. Hat man schon mal so eine Ansammlung verängstigter Männer? Sorry. Den Angstschweiß riecht man bis hierher. Ist ja gut. Er wird wahrscheinlich im mittleren Teil sein, wo man auch reingehen kann. So, hier ist keiner von denen zu sehen. Lasset uns beten. Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Moment mal. Ist er da hinten? Was wollt ihr? Seid ihr froh? Da hinten, ne? Da ist er doch. Okay, wir werden ziemlich verfolgt von einer Herrscher von Mönchen. Wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Was? Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Okay, wir werden jetzt ziemlich verfolgt. Wir sollten direkt abhauen. Okay, und tschüss, Freunde. Der unauffälligste Attentäter aller Zeiten haut ab. Ich hoffe, ihr wartet ein Pferd unten. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Tschüss. Tschüss. Okay, ach, wir hätten... Ja, na klar. Wir hätten natürlich Rauchbomben nutzen können. Macht Sinn. Aber so geht's auch. So geht's natürlich auch. Und weg sind wir. Das war recht einfach. Das war sehr einfach. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder zurück... in die City, wie es aussieht. Vorher nehme ich den hier noch mit. Damit ich hier ein bisschen was freigeschaufelt habe. Okay. Ich habe das Gefühl, man könnte diese Attentate so ein bisschen professioneller angehen. Aber irgendwie geht es ja auch so, ne? Ich meine, wir gehen rein. Aktivieren unser Adlerauge. Sehen, wer das Ziel ist. Gehen hin, bringen ihn um. Tschüss. Und hauen direkt ab. Ist doch Sinn der Sache, oder? Das so zu machen. Oder soll man das viel unauffälliger machen? Ich weiß es nicht. Solange wir nicht erwischt werden, ja. Solange ist alles gut. Meiner Meinung nach. Ich sehe da jetzt kein Problem. Oh mein Gott. Okay. So. Hier einmal hoch, mein Lieber. So, komm schon. Da ist so eine Stange, yes. So, in dem Tempo, Alter, da hoch. Das würde ich niemals hinbekommen. Niemals. So. Ah, meine Nase. Während der Synchronisation darf ich mir auch mal die Nase ein bisschen bearbeiten. Okay. Von hier geht's also auch rein, denke ich, in die Stadt. Dann können wir... Ja. Ja, Schnellreise macht hier keinen Sinn. Schnellreise macht hier keinen Sinn. Wir schnappen uns das Pferd, was da steht. Sehnsüchtig auf uns wartet. Ja, guck mal. Hi, na du? Und dann ab in die City wieder. Wir werden zwar gesucht, ein bisschen. Wir sind ein bisschen bekannt, wie es aussieht, aber... Alles nicht der Rede wert. Wir können eins von diesen Flugblättern finden. Und schon ist alles vergeben und vergessen. Ich weiß immer noch nicht, was das für Leute sind hier, die hier rumrennen. Sind das Leute, die wir verfolgen sollen? Teufel hört man sie noch schwören, wenn sie seine Rache spüren. Wer voller Freunde, ernsthaft? Darf ich mal... Okay, tschüss. Ja, tut mir leid. Ja, ich wollte einfach nur an dir vorbei. So, hier gibt es irgendwo einen Steckbrief.
vom Leibe. Was? Oh, Moment. Hier? Ja? Weg damit. So. Jetzt können wir uns ein bisschen freier bewegen hier. Das ist eigentlich ganz nett. Weiß nicht, ob wir jetzt hier hoch müssen, aber wohl eher nicht. Oh mein Gott. Salve. Salve. Frischer Schafsurin. Alter, wie ekelhaft. Bei dir kaufe ich nie wieder ein. So, wir gehen Richtung Ausrufezeichen und schauen uns an. Das ist ein neuer Auftrag. Vielleicht wartet ja unser Onkel Mario auf uns mit einem Auftrag. Das würde Sinn machen. Vielleicht aber auch nicht. Wo ist er denn? Ist er hier oben? Mhm, mhm. Huch. Was? Bei solchen Freunden. Jacopo de Pazzi ist bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Okay. Erst verfolgen, dann eliminieren. Kriegen wir hin. Oder wir eliminieren ihn und verfolgen ihn dann. Wen suchen wir? Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Okay. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Verstehe. Über die Dächer also? Verfolgen oder was? Oder nicht so? Ich meine, wie denn sonst? Scheiße. So. Ich mag ernsthaft. Unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann schmieden. Okay, wir haben noch ein paar Sekunden. Das kriegen wir hin, oder? Bist du da, Mann? Oh mein Gott, wir müssen ihn wieder in Sichtfeld haben. Da ist er. Okay. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Mhm, mhm. Wie wäre es, wenn ich einfach hier drüber klettere? Das dürfte ja klappen. Mhm, ja. Ja, ja, ja. Der ist ja direkt vor uns. Ich sehe ja den Pfeil. Sehr unauffällig werden wir ihn verfolgen. Ich werde nichts tun, nicht angreifen, bis wir das okay bekommen. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen, Mann. Der fällt echt genau da runter. Oh, könnte ich ausflippen. Es ist so typisch. Es ist einfach so typisch. So. Da ist er. Alter, du sollst ihn anpeilen, Mann. Willst du mich verarschen? Tutta Francissimo. So, ja, ja, ist gut. Ich hab ihn auch im Blick. Alles kein Problem. Wo führt er uns hin, hä, der Drecksack? Was planst du mit den anderen, Jacopo? Ja, das ist auch meine Frage. Das weiß ich noch nicht so recht. Wir sollten vielleicht auf der Seite hier bleiben. Autsch. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich sehe ihn noch. Ja, noch läuft alles, sehr gut. Sollte uns irgendjemand nerven, habe ich meine Wurfpfeile, und zwar genau die hier. Tschüss. Alter, ist der jetzt echt runtergefallen? Wenn jetzt deswegen die Mission abgebrochen wird, ne? Der geht einfach weiter. Ja, da ist halt jemand runtergefallen. Dafür kann ich auch nichts. Dafür kann ich ja echt nichts jetzt. Elende, teuflische Woche. Diese Morde kennen keine Grenzen. Ach Gott, was ist schuldig, Star? Ja, wir sind schon ziemlich nah dran hier an ihm. Wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Weil so langsam geht's hier nicht weiter. Will der raus aus der City?
Das sieht fast danach aus, ne? Ja. Ja, wir haben ihn gleich. Da ist er doch. Wo will der hin? Und wie sollen wir denn jetzt hier weiter verfolgen? Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Das kann natürlich sein. Venedig, also. Also, es macht Sinn, wenn ich ihn von hier verfolge, oder? Ich soll ja jetzt nicht hier... Ich hoffe, die sehen mich nicht von hier. Das sieht auf jeden Fall nach dem richtigen Weg aus, aber irgendwann geht's halt auch nicht weiter. Wobei, doch, da ist die Mauer. Die geht ja doch hier weiter, okay. So, von hier kann ich ihn weiterverfolgen. Immer schön der Mauer entlang. Wo möchtest du hin, Kollege? Ich glaube, Messer brauchen wir jetzt hier keine mehr. Ich nehme mal unser Schwert. Unser Offiziersschwert. Wie lange soll ich ihn denn verfolgen, Alter? Die ganze Mauer entlang? Das wird aber... Das füllt das Let's Play natürlich... Oh, er biegt ab. Oh, okay. Ja. Antikes römisches Theater. Da gibt es also auch eine Glyphe. Oh mein Gott. Nein. Naja, ich sehe ihn doch. Da ist er doch. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Er kommt mir bekannt vor. Nein. Hätte ich doch die scheiß Wurfmesser gelassen. Der sieht doch so aus. Du wirst nicht entkommen. Willst du mich verarschen? Ich muss ja jetzt nicht alles von vorne machen, oder? Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Alter, der hat uns halt gesehen. Wie hätte ich die denn verfolgen sollen? Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Okay, wow. Okay, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe mal hier in dem Laubhaufen auf ihn gewartet. Er läuft gerade an uns vorbei. Bisher wurden wir nicht erwischt. So, ist jetzt die Frage. Okay, die Soldaten, die verfolgen ihn. Hier gibt es gar keine Soldaten mehr, außer ihn. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter außerhalb. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Alter, hat er uns jetzt gesehen? Willst du mich verarschen? Der hat uns nicht gesehen, oder? Treffen, belauschen. Oh, okay. Gut. Ja, geh hier runter. Ich hab ihn verloren. Ja, du hast ihn verloren. Das war gut. Einigermaßen. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Oh, doch der Templer. Der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genug nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt... Habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Der bringt den um, oder? Natürlich. Es war so klar. Nein. Bitte. Nicht.
nicht. Es ist schon zu spät, du bist tot. Bitte nicht was. Diese Meuchelmörder. Ich kann das klären. Nur verschont mich. Alter, verschont mich, der ist schon halb tot. Alter, okay, das war brutal. Eine Sauerei. Das ist selber schuld. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine. Oh. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Nein. Dass ich es nicht plante? Mm-mm. Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Vergiss es. Keine Chance. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Freunde, ernsthaft? Dachtet ihr, ihr könnt mich einfach umbringen? Ich war mit dem Schwert. Die versteckte Klinge benutzen, um Jacopo de Pazzis Leiden zu beenden. Okay, machen wir gleich. Aber ich muss erstmal die Kollegen hier umhauen. Okay, das sind einige Gegner hier, aber ey, kriegen wir alles hin? Okay, den können wir nicht abwehren. Oder kontern, besser gesagt. Bei dem müssen wir ausweichen. Und dann draufknallen. Alter, was gibst du für Geräusche von dir, Mann, da hinten? Shit. So, das war der Dicke. Immerhin der ist weg. Na komm. Na komm schon, Alter. Was war das denn? Okay, der ist müde. Wir aber auch. Okay, tschüss. So, versteckte Klinge. Das heißt die hier. Dann machen wir das doch. Der jammert da vor sich hin. Hat er nicht gerade ein Schwert in den Hals gerammt bekommen? Also, ernsthaft jetzt. Okay, ich sollte Medizin nehmen. Habe ich jetzt. So, den können wir kontern. Ich hoffe, den hier auch. Alter. So, das war's aber. Doch, der hat doch ein Schwert in den Hals gerammt bekommen. Wie kann er überhaupt noch leben? Let's go. Wir geben dir den Rest. Da können wir sagen, wir haben ihn eliminiert, weißt du? Geh voran. Ohne Angst, ohne Last. Requiesca in pace. Alter, der ist immer noch am Stöhnen, wie weiß ich nicht was. Die Verschwörer. Damit hätten wir also eine nächste Erinnerung synchronisiert. Mhm. Sequenz 5 beendet. Was passiert jetzt? Okay. Die Map löst sich wieder auf, wie es aussieht. Aber da war noch was zu finden, ne? Da war noch eine Glyphe. Wir müssen da nochmal zurück. Ich hoffe, wir können da gleich wieder von da starten. Ich hoffe sehr. Weil ich glaube, da wo wir gerade waren, gab es eine Glyphe zu finden. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind leider nicht mehr da, wo wir gerade standen. So wie es aussieht. Wir sind wieder in Florenz. Tolle Wurst. Scheiße. Egal. Wir werden da auf jeden Fall nochmal hin. Da gibt es ja noch einiges zu finden wahrscheinlich. Okay. Florenz wird gerade aufgebaut. Und da wären wir schon. Was ist zu tun?
Haben wir irgendwas Neues hier? Haben wir irgendwelche neuen Dinge, die wir finden können? Oder nicht so? Wir sind jetzt hier. Okay, ja, weißt du was? Wir gehen direkt hier hin. Weil das direkt an uns dran ist. Direkt um die Ecke. Da muss ich jetzt nicht 100 Kilometer entfernt gehen, um irgendwelche anderen Dinge zu finden erstmal. So, mein Freund, hallo. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Hm. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Kein Problem. Es war mir eine Ehre, Signore. Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La Bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Ja, bitte. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Gut. Aber seid gewarnt. Er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Schade. Das wäre ein cooler Umhang. Das Glück möge Immunität. Eure Kriege bevorzugen. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Direkt haben wir den Medici-Umhang lässt sie für Medici-Wachen dauerhaft anonym sein. Sieht auch cool aus. Steigert sich der Bekanntheitsgrad in Florenz und der Toskana nicht. Ja, wunderbar. Guck mal an. Haben wir direkt was Cooles gefunden. Gefällt mir. Aber unser nächstes Ziel ist Venedig. Was ist das hier? Missionsziel. Hier müssen wir hin. Okay. Können wir machen. Ist da irgendwas auf dem Weg? Ja, wir können hier den Aussichtspunkt uns krallen. Und dann können wir zu dem Ziel, was auch immer das ist. So, darf ich hier mal hoch? Ist das im Bereich des Möglichen, Freunde? So, okay. Ja, ich weiß, ich gehe auch weiter. Ihr habt hier nichts zu suchen. Oh, verdammt. Da wollte ich nicht hin. Das ist unser neues Ziel? Sag mal. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Hm, lass mich. Sieht er uns immer noch? Ich will ihn eigentlich nicht umbringen, aber... Im schlimmsten Fall. Tschüss. Einfach mit dem Wurfmesser, weißt du? So, da können wir doch rüber hier. Perfekt. Buongiorno. So, und hier können wir doch irgendwie wahrscheinlich hochkommen. Ich hoffe, dass uns keine Wachen hier oben empfangen. So, einmal hochklettern, mein Guter. Sollen wir hier hoch? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, hier hochzuklettern? Oh ja, ich glaube hier, ne? Ja, ja, ja. Na, bitte. Synchronisieren von hier. Let's go. Ah, schön. So eine dicke Kuppel. Checkpoint ist erreicht. So. Hier gibt es ansonsten nichts. Doch, hier haben wir noch einen Codex-Eintrag. Eine Codex-Seite. Die würde ich mir auch gerne schnappen. Einmal runter. So. Und, ich denke, wir haben hier noch sehr viel zu erledigen. Sehr viel. Wir können hier niemanden anheuern, oder? Um das ein bisschen zu vereinfachen. Ja, es sieht nicht danach aus. Ich sehe hier niemanden auf jeden Fall. Ja, das wäre natürlich viel zu einfach. Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt einfach
jemanden anheuern, ein paar Dirnen, die für uns das erledigen. Stattdessen müssen wir eben alle umbringen. Einfach so. Gucken alle zu. Komm her. Na los. Das war nicht so gut. Nochmal bitte. Verdammt, ey. Ich hoffe, jetzt kommen keine Wachen hier. Nur verdammt. Ich muss alle nie werden. Scheiße. Nein, nein, Alter. Ich komme hier nicht mehr weg. Scheiße. Schwert. Ich sag ja, mit den Dirnen läuft das alles um einiges schneller. Ich glaube, wir sind tot. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin selber schuld. Ja, wobei, es geht. Ein Gesundheitsbalken haben wir noch. Scheiße. Was ich versuchen könnte, ist mal den hier. Scheiße. Ja, das lief nicht so. Das lief nicht so gut. Diese verdammte Codex-Seite, die holen wir uns noch. Aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession, sondern in der nächsten Folge holen wir uns diese Codex-Seite. Diese Drecksäcke. Medici-Umhang. Ja, ja. Okay. Das hier werde ich schon mal markieren. Und wir werden in der nächsten Folge die Story voranbringen. Wir werden uns Florenz angucken und ich denke, dass wir dann irgendwann nach Venedig gehen werden oder reiten werden. Ich bin sehr gespannt. Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.